Man konnte sich bis vor wenigen Tagen nicht vorstellen, dass es tatsächlich terroristische Organisationen geben könnte oder Zellen geben könnte, die morgen durchs Land laufen. Stimmt das? Dieses Geheimdokument aus dem Jahr 2000 beweist das Gegenteil. Alles, was wir heute wissen, steht da drin. Wenn man angemessen gehandelt hätte, dann wäre die gesamte Mordserie vermeidbar gewesen. 5 engagierte Untersuchungsausschüsse zum NSU. Unzählige Kommissionen und Gutachten. Doch die zentrale Frage ist bis heute ungeklärt. Ab wann wussten Sicherheitsapparat und Politik, dass das rechtsextreme Trio als Terrorgruppe unterwegs ist? Darauf Antwort gibt dieses geheime Dokument. Es ist so geheim, dass es nicht mal kopiert werden darf und stammt vom 28. April 2000, also rund 4 Monate vor dem ersten Mord. Verfasser des Dokumentes, das Landesamt für Verfassungsschutz in Dresden. Empfänger unter anderem der damalige sächsische Innenminister. Inhalt des Schreibens: Gegen das Neonazi-Trio und 4 weitere Personen wird eine sogenannte G10-Maßnahme beantragt, also die höchstmögliche Überwachungsstufe. Briefe werden mitgelesen, Telefone abgehört. Wichtigste Feststellung des Geheimpapiers: Das Vorgehen der Gruppe ähnelt der Strategie terroristischer Gruppen. Gewusst hat man über das Neonazi-Trio zum Beispiel, dass es Zweck der Vereinigung ist, schwere Straftaten zu begehen. Und außerdem, dass eine deutliche Steigerung der Intensität bis hin zu schwersten Straftaten feststellbar ist. Das ist eine klare Analyse der Gruppe und des Unterstützerfeldes in Hinsicht auf das, was sie vorhaben, nämlich steigernd schwerste Straftaten zu begehen und es einen Willen zur Fortsetzung gibt. Also das, was kriminelle Vereinigung, terroristische Vereinigung nach dem Strafgesetzbuch heute ausmacht. Mit anderen Worten, wären sie dran geblieben, hätte es diese Mordserie nicht gegeben. Auch wesentliche Unterstützer des NSU-Trios werden vor 13 Jahren schon in dem Dokument benannt. Da ist Mandy S. Ihre Identität hat Beate Schäpe jahrelang im Untergrund benutzt. Da ist Thomas S. Er hat dem Trio vor ihrem Untertauchen 1,4 Kilogramm Sprengstoff geliefert. Später wird er V-Mann. Da ist Jan W. Er sollte für das untergetauchte Trio Waffen besorgen. Man hat vollumfänglich die Gesamtstruktur des Netzwerkes Nationalsozialistischer Untergrund zu diesem Zeitpunkt gekappt. Die gesamte Struktur. Von dieser G10-Maßnahme wussten nachweislich 2 Landeskriminalämter und 2 Verfassungsschutzämter sowie das Bundesamt für Verfassungsschutz. 3 Monate wurde überwacht, weitgehend ergebnislos. Fazit: Die Sicherheitsbehörden und Teile der Politik waren also umfassend informiert. Terrorgefahr ist etwas, was das Bundeskriminalamt interessieren muss, was den Generalbundesanwalt interessieren muss. Das alles hat man nicht weiterverfolgt. Sie haben verniedlicht, sie haben verharmlost, sie haben verleugnet. Und dies auf höchster Ebene.